dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Damit der Hallische FC am vorletzten Spieltag der dritten Liga den Klassenerhalt bei 4 Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nicht schafft, müsste schon mit dem Teufel zugehen oder eben mit den roten Teufeln. Der viermalige deutsche Meister, der erste FC Kaiserslautern, ist zu Gast im Erdgas-Sportpark. Erstmal mussten wir aber die Ghostbusters in der Abstiegsedition bemühen. Das Netz machte Probleme, dort mussten die Geister vertrieben werden. Das Netz bot zu viel Spielraum und damit Stefan Kiesling keinen Zugang ins Stadion findet, wurde das also noch gerichtet. Und dann haben wir die erste Aktion, aber die geht auch erstmal gar nicht ins Netz in der 12. Minute von Terence Boyd. Wir arbeiteten uns ins Spiel hinein. Arbeiten trifft's gut, denn die Partie brauchte wirklich eine Weile, um in Fahrt zu kommen. Dominik Schad gegen den ehemaligen Lauterer Sternberg in der 18. Minute. Und da ist Hendrik Zuck mit der ersten klaren Annäherung. Kai Eisele war da auf dem Posten. Sternberg, dem wurde von Ismail Atalan, dem Ex-Trainer, dem wurden Orientierungsprobleme nachgesagt. Hier zeigt er sie erneut, lässt sich überlaufen. Boris Schommers hat diese Szene also erstmal zur Kenntnis genommen. Die Lauterer wollen immer noch mitspielen. Und der HFC aber genauso nach einer halben Stunde. Pascal Sohm, der Mann mit 17 Scorerpunkten, mit dem Versuch, die Führung herbeizuführen. Diesmal mit ein bisschen mehr Gewalt. Der Schiedsrichter Schwengers musste die Lupe rausholen. Hier war das Foul außerhalb, das hatte Schwengers gesehen, hier auch wieder außerhalb. Und da gab es aber noch eine tolle Freistoßposition. 45. Minute, Jonas Niedfeld. Und das ist das 1:0 für den Hallischen FC. Und zu diesem Zeitpunkt wusste es dann jeder. Umso lauter sind die Schreie, der HFC wäre aus eigener Kraft gerettet und würde die dritte Liga halten. Deswegen auch die Fäuste von Florian Schnurrenberg. Das ist eher so eine leise, zurückhaltende Freude. Hinein in die zweite Hälfte. Es dauerte wieder 20 Minuten, bis sich einer mal wieder was trauen wollte. Julian Guttau. Aber das war leichte Beute für Aftos Bahic. Er ersetzte Lennart Grill, der mittlerweile abgewandert ist. 67. Minute. Da ist Timmy Thiele. Und der wurde eingewechselt und sagt nett Hallo. Der erste FC Kaiserslautern spielt eben immer noch mit. Kühlwetter bereitet vor. Thiele lobte diese Flanke nach dem Spiel. Und dann war der 375.000 Euro Mann zur Stelle. Boris Schommers wollte auch noch mitspielen, wollte sein Team noch mal anstacheln. Am Ende sahen wir aber eine Massenkarambolage. Es wurde gekämpft und viel eher Mikado gespielt als Fußball gespielt. Jonas Scholz, der 21-Jährige, zog sich hier eine Kopfverletzung zu, musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Terence Boyd sah die gelbe Karte. Kurz vor Schluss verwaltete der HFC nur noch und überstand die letzte Welle eines Gegners, der sportlich nicht mehr musste, aber es zumindest versuchte. Und deswegen feierte Halle einen Saisonabschluss, den so kaum jemand für möglich gehalten hätte. Preußen Münster spielte mit und der HFC schaffte den Klassenerhalt. Ja, wir sind gerade einfach nur sehr, sehr erleichtert, dass gereicht hat heute. Wollten das Spiel natürlich gewinnen, am besten zu Null spielen. Auch in der zweiten Hälfte hat er nicht gereicht, aber ist jetzt scheißegal. Wir haben den Klassenerhalt und das ist das, was zählt. Aktuell fühlen wir uns verdammt gut, weil schon eine Last jetzt auch von uns fällt, dass wir unser großes Ziel erreicht haben. Und Heiligenschein würde ich nicht sagen. Die Jungs haben einfach fantastisch gearbeitet. Mit wehren Willen und Laufleistung jedes Spiel auf den Platz gebracht haben, war fantastisch. Und dass wir ja, unter Druck, in den Drucksituationen sicherlich ein bisschen mehr Fußball spielen könnten, ist klar. Aber das ist auch dann der Tabelle geschuldet. Und dass wir natürlich auch wissen, wir brauchen Punkte. Und das wird heute jetzt geschafft haben, ist großartig. Der HFC gehört inzwischen zum Inventar der dritten Liga. Seit 8 Jahren ist der Club dabei. Wir gehen ins 9. Jahr. Eine Fahrstuhlsaison mit der Tabellenführung im Oktober. Zwischenzeitlich 13 sieglosen Partien in Folge. Und 3 Trainern geht versöhnlich zu Ende. Florian Schnurrenberg hat den HFC wieder in die Spur gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.